So, hier sind wir wieder bei ausgepackt. Jetzt wollen wir mal schauen, was wir für schöne Sachen hier haben. Eieieiei. Schön über Amazon bestellt. Die neue Toshiba Camelio H20 blickt das erste Mal das Licht. Wie. Ich schau mal rein. Ja, sieht gut aus, das Paket. Ja, kann man nicht meckern, ne? Aber mal schauen. Packung weg. Müll weg. Naja. Gucken wir mal, wie das verpackt ist hier. Das ist der Karton. Ah, Camellia, sieht man, H20, HD 1080. Ja, Main Features, Requirements, Box Content, alles in Englisch. Ah, 5 Megapixel Kamera, wunderbar. HD 1080p, 5x optisch Zoom, 3 Zoll Display, HDMI-Schnittstelle, Video Upload, alles dabei. Ja, dann wollen wir einfach mal schauen. Das gute Stück. Ah, so gelobt wurde, auch gut verpackt ist. Na, mal schnell schauen hier. Ah, keine Macken hier reinmachen. So. Ist die Heimat der harten Ware. Habe ich das gekauft. Aber wollen ja keine Schleichwerbung machen. Zumindest prompte Lieferung gewesen über Amazon. Ja, noch versiegelt, sieht man hier. Super, muss das sein. Jetzt muss ich da mal einschneiden. Ich kann euch jetzt nur so ein bisschen belustigen nebenbei. So, ein Schnitt links. Ein Schnitt rechts. Schade. Das ist wirklich gut verpackt. Toshiba hat wirklich gelernt. Man sieht zumindest. Opa! So, jetzt werden wir das Ding mal entlüften. Noch verklebt? Gibt's doch gar nicht. Na, so einfach den Deckel da aufmachen. Ne? Da ist nicht drin. Oh, da ist so viel Unterdruck drauf. Komm schon, zeig mir, wer du bist. Da ist er. Ein Vakuum. Na, ich muss das mal kurz hier so ein bisschen beschleunigen. Hier. So. Ah, jetzt aber. Na, Deckel ab. Tada, Camelio. Action. Naja, schön. Schönes Cover. Naja, lege ich mal zur Seite hier. Oh, eine Fernbedienung, da hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Aber wenn man mit dem Camcorder im Wald ist, da braucht man noch eine Fernbedienung. Naja, lege ich mal zur Seite. Hier ist das gute Stück schön verpackt. Ah, alles so, wie es sein soll. Komme ich gleich näher mal zu. Ja, ich hole es direkt mal raus. Ich kann es nicht erwarten. Gut verpackt. So. Oh, mit Display. Schutzfolie. Ah, Display kann man nicht sagen. Linsenschutz. Ja, der fehlt wohl. Naja, egal. Man kann ja alles haben für den Preis. Kann man sich bestimmt irgendwo bei Amazon noch schießen. So. Ja, kann man sagen. Gute Verarbeitung. Guter Haltegriff. Ja. Liegt gut in der Hand. Kann man nicht meckern. Komme ich gleich später nochmal zu. So, dann gucken wir mal weiter, was in den Geschenken noch drin ist. Ja, gute Verpackung halt. Ja, Pappe. Ah, Toshiba übliche CD, User Manual, ARC Software, naja, Garantiekarte, Quick Start Guide mit 180 Seiten. Naja, auf allen Sprachen kennt man halt. Üblich. Ah, da haben wir hier noch leckeres Toshiba Säckchen. Da ja, sind Diamanten drin. Ah, schade, leider nicht. Aber immerhin besser als gar keine Tasche. Naja, gut, das ist USB. Ne, Quatsch, HDMI. Ja, gut verpackt. Kennt jeder HDMI. Sollte jeder kennen. Oh, Linsen. Putzgerät. Ah, zu gut Deutsch Lappen. Naja, Netzteil mit Mini-USB. So, was haben wir hier noch? USB-Ladekabel, standardgemäß, alles gesehen, ja. Ne? Ja, und dann noch ein RGB oder was ist das hier? Nur das Video und Audio auf Kamerastecker Klinke. Naja, HDMI reicht ja auch. Ja, und dann war der Karton auch schon leer. Naja, das zum Thema.
dann werde ich jetzt die Tests durchführen. Und hier seht ihr nochmal die komplette Hardware. Ich lege sie nochmal rein. So. Eine Menge zum Spielen. Das werde ich jetzt mal machen. Aber hier denke ich mal für jeden das gute Stück. Nochmal Nahaufnahme. Wow. Besser als die, die ich jetzt habe. Auf jeden Fall. Hoffentlich verspricht sie auch das, wofür sie gebaut worden ist. HDMI und 1080p. Full HD. Wie gesagt. Danke fürs Zuhören. Und wenn ich Testberichte habe, Testvideos, werde ich sie uploaden. Zeus sagt Tschüss.